So, mache so. Ich. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Supreme Commander. Forge Alliance, wir spielen die Revanche beim 3 gegen 3. Mike, Christian und Sebastian gegen Hatice, Daniel und mich. Mit dem TS dabei, der Nisa, der ist jetzt Dauergast. Hi. Der gehört schon zum Inventar. Ladies and Gentlemen, welcome to a new episode of our Let's Play Together Supreme Commander. I hope you will enjoy this. Das war Englisch. Yes, this was English. For our English people, because they are... Scheiße. Nein, shit. You are not scheiße. But I mean, you do not like it. That we are presenting our videos in German, not in English, because the reason why we are talking in German is, you hear it, we cannot speak English. This is our problem. Fuck it. Gut. I am very nervous. I'm so sorry. I'm nervous too. Jogo, ich schwitze wie ein Schwein gerade. You are good, it's okay. Was heißt nochmal, Schwitzer ist es Sweat, oder? I'm sweating like a pig. Sweating like a pig. Und Daniel ist froh, dass er noch ein bisschen Deutsch hinkriegt, ey. Aber lass uns mal konzentrieren, weil wir hier gerade eine krasse Map eigentlich spielen. Das machen wir. Highlands Lake versus 7, die wir noch nie gespielt haben. We're playing the map Highlands Lake version 7. Man kann hier viel aufsammeln, ne? Was ich gut finde, man kann hier auch viel... Ich mach auch Land und Luft und Liebe. Ich hab noch gar keine Ahnung, wie wir das hier richtig angehen sollen. Ich auch nicht. Muss ich übrigens entschuldigen für die letzten Male, wo wir was aufgenommen haben und wo kein Mauszeiger zu sehen war. Das hat ich in Dextory deaktiviert. Es tut mir verdammt leid. Der Suff hat auch mich irgendwie da hingekriegt. We are sorry that we do not have a mouse pointer. In our last videos, nicht jetzt gerade. Ey, yes. Das mit dieser Mischung Englisch-Deutsch, die kommt gut an hier. Yes, of course, definitely. Ja, am besten hätten wir dann noch, müssen wir immer noch so eine Stimme haben, die dann extra sagt, and now in English. Nisa, kannst du das mal nehmen? Und dann wenn er fertig ist, ja, dann immer, das war Englisch. Ich hab Stromprobleme, weil ich aus Versehen auftecke. Ach, das ist doch kacke, das darfst du jetzt nicht direkt am Anfang machen. Ich hab gar keine Ahnung, was ich so richtig jetzt hier unten machen soll. Mike kommt drüber. Ja, unten eigentlich gar nichts, oder? Gesundheit. Entschuldigung. Du musstest dich, glaube ich, mehr auf Wasser konzentrieren. Mike kommt mit Einheiten rüber. Oh shit, Mike is coming with units. OMG, WTF. Ist doch gut so. Ja, wenn du das weiter durchziehen kannst mit dem Englisch. Ich kann's durchziehen. Meine Ohren aber nicht, danke. Jetzt, was heißt ich Shut the fuck up, Daniel Krull. Hey. YouTube und so. Und? Und was passiert jetzt? Jetzt werden alle nach ihm googeln, ihn finden und ihn töten, oder was? Er sucht doch eine Freundin oder einen Freund. Er ist bisexuell, keine Probleme. Jetzt auf Englisch. Daniel Krull ist homosexuell. Bisexuell. Bisexuell. Bisexual. Oh mein Gott. Gay. Bisexual. Ich verliere das Spiel, das sehe gay. Ich schon. Bisexual. Du konzentrierst dich gar nicht. Das sieht man voll bei dem Spiel. I am playing very Punkte sagen alles. Bad. Also, ein Problem haben wir. Mike ist hier mit irgendwas durchgerannt. Mike is there. Dann kommt Flieger gerade vom Christian. Ja, jetzt soll ich was vergessen haben. Ja, ich baue gerade Flieger auf. Soll vielleicht auch mal ein Radar bauen. Oder es mal in meiner Sprache auszudrücken. He's coming.
He's coming, he's here and has no fear. Ja? Das ist Englisch, ja? Kennt ihr den Song noch von Nana? Was? Scheiß Lava-Song. Ihr kennt die Songs nicht. Da war sie noch nicht auf der Welt. Kennst du das denn? Ja, klar. Als wärst du auf der Welt gewesen. Daniel ja. ist ein oder zwei Jahre jünger als ich. Ja, dann ist er nur ein oder zwei Jahre älter als ich. Und? Was willst du mir damit sagen? Ich bin nicht mit. Ja. Halt die Klappe. Nein. Aber Lisa, wie gern fällt es dir denn hier bei uns? Willst du vielleicht auch mal ein Video hochladen? Nee, er ist doch einfach schon froh dabei zu sein. Ist das ja. cool. Wir sind froh, dass er nicht explodiert. Warum soll er explodieren? Ach. Er heißt Talibani. Wir verstehen uns schon. Hey, wir machen alle Luft, ist vorbei. Wir machen echt alle Luft, ja. Ich habe mir auch schon sowas ähnliches gedacht, dass die auf mich gehen. Auf mich gehen sie da auch. Das mach mir keinen Schaden, das ist hey, das Gute gerade. Nein, nein, nicht mit Bombern, du Wichser! Lern mal Krieg zu schreiben, Daniel. Wieso? Direkt. Oh. Oh, der macht das, was ich eigentlich machen wollte. Scheiße, der Mike ist hier, ich brauch Luft. Ich hab Scheiße gebaut. Ach was, ehrlich? Ja. Ich hab mich nicht konzentriert. I did kaka. Wie habe ich denn so ein Stromproblem? Ja, vielleicht wegen mir, weil mein Strom gerade gebombt wird. Oben sammelt sich immer mehr bei Hatice. Ja, was soll ich? Scheiße! Ist das ein Kreuzer? Ja. Dann hat Mike nur auf Wasser gesetzt in der Mitte. Dann haben wir ein ganz anderes Problem gerade. Aber wir scouten ja auch wieder mal nicht. Tim, ich hab halt Scheiße gebaut. Ich hab mich nicht konzentriert. Sorry. Wir brauchen dringend mehr Radare und so weiter alles. Wasser zu gehen. Ich bin auch nicht Jesus. Versteht das? Ich fand den Spruch gerade selber cool. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich versuche auch auf Wasser zu gehen. Ja, das ist saulustig. Ach Mann, wenigstens versuche ich es noch. Das ist unglaublich witzig. Das kleine Problem, was wir haben, dass wir eigentlich nichts sehen in der Mitte und so weiter alles. Und oben, das gehört denen.
Jo, Mike hat Kreuzer schon hier. Und nicht wenig hat er da stehen. Warte, ich mach das ganz, ganz schnell. Das ist die ganz, 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 ganz große Liebe. Das ist das ganz, 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 ganz. Wenn wir Geld dafür bekämen würden, wie viele Filme wir hier benennen und so weiter immer. Tim, du hast ein Problem, glaube ich. Habe ich nicht. Hast du nicht? Sicher. Ich hoffe mal nicht. Are you sure? I think you got a big problem, honey. Honey boo boo. Mal eben auf T2 gehen würde, mein Commander. Könntet ihr mir da Strom geben? Nein, gerade nicht. Siehst du? Er hat ein Problem. Er hat gerade alles verloren. Oh, schön. Hast du gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Jetzt muss er nach oben gehen. Er weiß das schon. Er weiß es. Er weiß, dass er jetzt gerade ein Problem hat. Manchmal kann man nämlich auch zu früh auf T2 gehen und so. Er hat mich einfach aufbauen lassen. Geil. Unten Mike. Hallo, ist mit Boden schon auf Tech 2, Daniel? Ja, ja. Ich überlege gerade, wie ich das mache jetzt. Müssen wir bei uns in dem Lager auch genügend Luft haben. Oh, da kommen Kanonenboote. Ah, du hast doch Luft, oder? Luftabwehr habe ich hier. Soll ich ein paar Abfangjäger schicken? Ja. Aber machst du keine Luft? Ah, der hat Tech 2 Kanonenboote. Und nicht wenig. Wir müssen echt noch einiges hier aufbauen bei uns. Ja, weil allein kann ich keine Luft machen. Es reicht, wenn man T1 aufbaut. Das schreckt einen schon genügend ab. Ja, aber du verlierst es relativ schnell. Das weißt du doch selbst. Er verliert alle. Ja, da ist sehr viel Sebastian noch. Lass die am Ende ruhig über uns kämpfen. Schneller auf mein Kind. Boah, jetzt nervt er wieder mit seinen fucking Bomben. Wer? Sebastian. Oh, sind das viele Bomber. Deshalb einfach auch viel Luftabwehr noch zusätzlich aufstellen, das nervt den auch tierisch. Ich weiß, habe ich schon. Hier unten ist ein Kreuzer bei mir, ne? Sau.
Ja, das Problem ist, er will, dass ich dich da runterziehe. Oh, tick doch mal schneller auf. Ich brauche Strom. Ich habe Stromprobleme. Das nervt mich. Der Kräuter, der nervt da gerade. Ich laufe mal ein bisschen, ich muss was machen, ich kann hier nicht stehen und. Ja, bei mir ist auch das Problem, ich habe ja schon zu lange nicht angegriffen. Warte, da gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst erstmal genug Luft haben. Strom. Du siehst ja schon an den Punkten, dass es mir nicht gut geht. Oh, ich sehe an meinen Punkten, dass es mir angeblich gut geht, aber das stimmt nicht. Ich glaube, einen Angriff von Mike würde ich nicht überleben. Ist mein Gefühl. Ah, also was hat auch Tick 2 Kanonen? So, das Gewicht. Ja, war besser. Gib mir noch ein bisschen, dann bin ich auch in Angriffsposition. Ich hab genug Abfall. Nee, ich hab nicht genug Abfall. Mega, aber ich muss was machen. Das geht nicht. Ich brauch nur was über Wasser. Gegen Luft. Dann kann ich auch hier mitmischen. Ich hab so einen Schmerz auf 2 in Luft. So, jetzt schnürt er mich ein. So, dann gehen wir ihn mal zerstören. Viel zu wenig Schriftabwehr. Ihr versucht mich aus der Reserve zu locken. Nee, ich habe, glaube ich, keine Chance. Ich habe nie was an Luft gehabt. Muss dann nur Tech 2 Boden mit okay. Dabei schicken. Ja. Scheiße. Ich dachte, ich werde es vielleicht schaffen. Aber ich habe viel runtergeholt. Ich brauche Hilfe. Die legen hier alle meine Boote flach gerade. Ja. So schnell. Das war's schon. Das war unser fucking Anfang, der war kacke.
du hast doch jetzt Tech 2. Ja, was bringt mir denn Tech 2? Gerade wenn ich hier von ihm überrannt werde, in der Mitte. Gar nichts so über das mehr. Ich kann die Leute abziehen. Ich hab mich überlaufen. Aber der Daniel trinkt durch. Da unten. Commander under attack. Fuck, ich bin gleich tot. Schaffst du es echt nicht mehr? Nö, nee, ich sag dir, das war's schon. Der ist jetzt komplett durchgebrochen hier. Er ist viel zu nah gerade. Also gibt nichts mehr. Geht verdammt schwer, weil er mir jetzt genau alles hier kaputt machen darf. Inklusive Strom. Mein Radar ist jetzt weg. Das haben wir auch richtig kacke gemacht, das Spiel. Das war überhaupt kein Teamplay, gar nichts. Ja, ja, hier, wie heißt der? A-Marx oder wie er immer in die Kommentare macht, das war genauso schlecht wie jedes Mal. Ich brauch ganz schnell einen Radar hier, sonst bin ich schneller weg, als ich dachte. Commander under attack. Ey, wie weit kann der denn mit den Dingern schießen? Das ist doch kacke! Ja, das ist aber auch super scheiße im Spiel. Das ist doch nicht mehr normal. Guck mal, wie weit er mit den Dingern schießen kann. Normal. Die können dann halt so weit schießen, Tim. Das ist aber übertrieben. Das ist der. Das ist immer so gewesen. Ja, was Cypher ist halt. Ja, geh mit dem T1 weg, das verlierst du alles. Ja, was soll ich denn damit machen? Dann lass ihn weg. Ach so, ich da. Okay, funktioniert keins mehr. Ich weiß schon, wie die Idee. Ja, das war jetzt ein bisschen früh. Ja, das sei schon klar, weil die können ja eh auf Ach Land. Ach so, die können auf Land gehen, deshalb können die noch zurück für euch. Dann würde ich sagen, warten wir es erstmal ab, weil. Das muss ja auch erstmal fertig kriegen, hier mich komplett zu überlaufen. Ja, guck mal, ich lüfte die anderen ab. Ich will ja nichts sagen. Er rennt schon zurück ins Wasser. Also eine blöde Map irgendwie, weil naja. Weil jeder hier auf sich gestellt ist irgendwie. Ich hab auch Fehler gemacht. Ah, ich werde gesniped. Du bist tot, oder?
losgelaufen. Jo, Mann, guck mal, jetzt haben sie überlebt. Cool. Alter, guck mal, wie ich das alles überlebt, Daniel. Jo. Ich bin aber auch hier komplett Micromanagement hier. Ja, aber ich glaube, jetzt wird es nicht überlebt. Soll ich mal schnell an diese Schiffe laufen? Ah, der hätte eine Verteidigung gebaut, oder? Ne, Panzer sind das. Ja, ich hab auch Kacke, ich hab übelst Kacke gespielt. Das war halt ein Anfang, da war mehr Show als Ernst drin, das war halt Kacke. Ich stehe mich um, lass mich gucken, weil das bringt jetzt, das ist auch Zeit. Ja, deswegen beenden wir es jetzt. Machen wir eine Revanche. Ja, oh, weiß ich nicht, ob ich die mir will. Ich finde die Map jetzt nicht so cool. Das war jetzt so. Commander under attack. Naja, du lebst immer noch. Naja, ist egal, passiert. Nee, interessiert nicht, weil wir uns wieder hier zu sehr darauf gefreut haben, dass wir hier Let's Play machen und englische Wörter haben, die sprechen. Kannst du übersetzen? Nein, we are so sorry. Nein, nein, das ist. Yeah, lass mich schon mal. We are so sorry because we played very, very bad. The problem was we make just entertainment and not played well. This was the problem. We are so sorry. And I hope you will watch our videos weiterhin. You will continue to watch our videos. Ich hab dir voll geholfen, Tim. Dann wirst du den Scheiß übergeben. Commander under attack. Ja, sollen wir jetzt alle aufgeben? Ja, bringt ja nichts mehr. Das ist nur eine Frage der Zeit, ja. Commander under attack. Alter, ich mach grad Mike tot. Fühlst du ihn wirklich? Nein, eigentlich nicht. Er bewegt sich nicht. Ich mache auch keinen Schaden. Doch. Bisschen. Ja, lass uns umbringen. Strategisch nicht erkannt, was auf der Map wichtig war. Commander under attack. Ah, wieso bist du tot? Weil ich da reingelaufen bin. Ich weiß zwar, dass ihr mich jetzt da super geschützt habt und so, aber. Und Christian kommt da unten T2. Ja, dann geben wir auf, Daniel, weil das bringt so nichts, sonst ziehen wir das nur in die Länge. Wir hätten vielleicht Chance gehabt, wenn Tim noch am Leben gewesen wäre.
Daniel, ich gebe auf, okay? Ah. Naja, mach ich's auch. Ja, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, dass wir alle aufgehen. Wir müssen dem Mike sagen, dass wenn wir alle X drücken, dass er dann nicht immer sofort starten soll. Oder wir machen erst das das Intro und dann drücken wir X. Ja, oder so. Er startete vorhin viel zu schnell. Gut, gucken wir uns Score an. Also wirklich, sorry, das war eins der schlechtesten Spiele, die wir, glaube ich, hier aufgenommen haben. Ich habe 20 Kills. We're so sorry, this was a very bad game. Aber das war halt auch einfach viel zu, das war total, also ich war viel zu sehr, keine Ahnung. Make just entertainment, not play. Kein Bock, weil ich richtig sauer bin, dass ich mich drauf eingelassen habe. Tim is very angry. Nein, ciao.